Einfache Einkaufsliste ist das, oder sollte es sein. Wir haben Artikel erfasst, wir haben Menge erfasst, Einheiten, Preise. Jetzt müssten wir berechnen, und das habe ich habe gehört, Gleichzeichen, das mal dies, also Menge mal Preis pro Einheit, Enter, und selbstverständlich zurück, Klick, Klick, abkopieren, und wir haben es. Formatieren mit 00 und jetzt dort oben Lieferanten habe ich gemacht, wir haben markiert, 3, Klick, Klick und die Folge Migros Kopf Volk wird wiederholt. Okay. Dann haben wir aus irgendeinem Grund, glaube ich, da Summe gemacht, Position bezogen, Summe gemacht, Enter und dann haben wir 7,7% Mehrwertsteuer, auch wenn das jetzt vielleicht 2,5 ist. Gell? Und da sind wir zum ersten Mal auf die Nase gefallen. Zack. Das heisst, dass die Steuereinnahmen sind sehr wertvoll. Das Problem ist, dass MWS-ST als Text blockiert die Berechnung. Ich darf nur Zahl mal Zahl machen. Und dann haben wir aber herausgefunden, dass wenn wir mit rechter Maustaste auf die Zelle klicken, Zelle formatieren, auswählen bzw. Ctrl 1 machen. Dann kommen wir zur Registerkarte Zellen formatieren. Vielleicht wird das ausrichtig, Schrift, Rahmen oder auch Zahlen Sie, egal. Ich muss am Ende auf Zahlen kommen, Benutzer definiert. Und jetzt da beim benutzerdefinierten Typ, egal was da steht, ich muss 0.00 machen, also eine Zahl mit zwei Dezimalstellen. Sage ich, Prozent dazu und falls ich noch dazu noch Text, immer wo Text kann, Mehrwertsteuer, dann Mehrwertsteuer im Gänsefüßli. Gell? Also im Gänsefüßli kann ich schreiben Bim Bam Bum, bla bla bla, dann erscheint Bim Bam Bum, bla bla bla. Gell? Einfach das, was wir brauchen. Und jetzt mit so etwas kann ich rechnen. Schwupps. Gell? Zack, pack. Und dann haben wir noch gesagt, wir wollen die Zahl, das Gesamte, wenn wir auf 5 Rappen runden. Gell? Ich mache einen Doppelklick. Und das Erste, was ich dem Computer sage, sage ich, Computer, ich will runden. Und dann kommt mir der Sinn, es gibt so eine V-Rundenfunktion, weil Runden ist einfach ab oder auf, aber zack. Aber nicht unbedingt auf 5 Rappen. Wenn ich jetzt da V-Runden mache, V-Runden Summe so von E2 bis E12, Semikolon, und jetzt muss ich Vielfalt, also den Schritt angeben, in welchen Schritten soll das gerundet werden, 5 Rappen. Enter. Dann rundet es mir immer auf 5 Rappen. Es ist, das wird gerundet, auf Semikolon 5 Rappen, Klammer zu. Zack, pack. Das haben wir gemacht. Und am Ende, wir haben noch gesagt, ich will das markieren. Registerkarte Start, bedingte Formatierung, zum Beispiel Farbskala. Also je höher, desto roter. Gell? Bedingte Formatierung, Regeln löschen, im ausgewählten Bereich. Aber dann, glaube ich, haben wir mehr gefallen an Datenbalken, gell? Wo die größte Zahl als 100% dargestellt wird. Das da. Jetzt, das ist aus Perspektive von Käufer, je mehr Geld ausgeht, desto roter sieht das aus. Verkäufer hätte da grün, genau. Gell? Und das haben wir bis jetzt gemacht. Ich wäre froh, wenn wir noch eine einzige Funktion könnten noch anschauen. Und zwar, schaut, ich mache mir so etwas. Ich schreibe mir Migros
Kop, Volk. Ah, sorry. Da muss sie natürlich total machen noch. Total brutto. Gell, weil da haben wir Gesamttotal netto. Gesamttotal brutto. Ich formatiere das noch. Da müssten wir Summe machen. Zack, pack. Ich weiß es nicht, ob ich da Gleichzeichen das plus das genommen habe. Schwupps. Oder vielleicht kann ich doch positionbezogen Autosumme gemacht. Könnte beides sein. Nein, ich habe das mit Summe gemacht. Aber wenn ich zwei Argumente habe, zwei das und das, dann kann ich auch plus machen. Gell? Mm-hmm.